Das Ende von Kit ist da. Alles ist verloren. Shanks hat mal eben sein wahres Potenzial präsentiert und Kit gezeigt, wer der wichtigste einarmige Rotschopf in der Story ist. Doch wie geht es jetzt mit Kit weiter? Ist er tot oder hat Oda mit diesem Charakter noch etwas vor? Lasst es uns in diesem Video herausfinden. Eustace Kit wird gemeinsam mit den anderen Supernova im Sabaody-Archipel-Arc zum ersten Mal vorgestellt. Kit sticht hier direkt aus der Masse heraus. Sein Kopfgeld ist nämlich höher als das von unserem Helden-Monkey, die Ruffy. Kit hat auf Sabaody bereits ein Kopfgeld von 315 Millionen Berry. Ruffy hat nach seinem Sieg gegen Crocodile und seiner Infiltration von Enies Lobby lediglich 300 Millionen Berry als Kopfgeld zusammengekratzt. Die Höhe von Kopfgeldern nutzt Oda immer wieder gerne als narratives Stilmittel, um einen Kontrast zwischen Ruffy und seinen potenziellen Verbündeten oder Gegnern zu erschaffen. Kit hat hier als einziger Supernova ein höheres Kopfgeld als Ruffy. Nur anhand des Kopfgeldes wird hier also bereits eine potenzielle Rivalität zwischen Ruffy und Kit aufgebaut. Kit ist genau wie Ruffy ein Träumer. Doch im Gegensatz zu Ruffy tötet Kit die Leute, die über seinen Traum lachen. Ein starker Kontrast zu Ruffy und Shanks, die solche Menschen wie damals Higuma oder Bellamy einfach ignorieren. Kit ist also deutlich gewalttätiger gegenüber anderen. Das ist auch der Grund für sein überaus hohes Kopfgeld. 300 oder 315 Millionen Berry Kopfgeld sind in der neuen Welt natürlich nur Rookie-Numbers. Tamago und Peckoms, die beiden Mitglieder der Big Mom Piratenbande, haben bereits höhere Kopfgelder als die beiden. Im Paradies hat man mit so einem Kopfgeld als Pirat zumindest ein gewisses Potenzial. Kit kämpft dann im weiteren Verlauf des Arcs mit Ruffy und Law gegen ein paar Marinesoldaten. In diesem Kampf gegen die Marine setzt Kit dann seine Jiki-Jiki-Nomi ein. Die Magnetfrucht ist eine Paramezia-Teufelsfrucht, die es Kit ermöglicht, Magnetismus zu manipulieren und zu seinem Vorteil zu nutzen. Ihr habt die Fähigkeiten mittlerweile zu Genüge im Anime und Manga gesehen. Durch diesen Kampf teast Oda hier also bereits eine potenzielle Rivalität, aber auch mögliche Allianz zwischen diesen drei Piraten an. Und diese zukünftige Allianz von Ruffy, Law und Kit wird die Welt von One Piece für immer verändern. Nach dem Timeskip sehen wir Kit dann im Punk Hazard Arc wieder. In den letzten zwei Jahren hat er einen Arm verloren, nämlich durch die Roter Piratenbande. Es wird stark impliziert, dass Ben Backman dafür verantwortlich war. Kits Kopfgeld ist in den letzten zwei Jahren auf 470 Millionen Berry angestiegen. Ähnlich wie Ruffy und Law bildet Kit gemeinsam mit Apo und Hawkins eine Piratenallianz, um den Kaiser Shanks zu stürzen. Während des Zeitsprungs hat Kit Whole Cake Island infiltriert und sich das Road Ponyglü von Big Mom geschnappt. Dabei hat er wohl auch einen Süßigkeitenkommandanten von Big Mom verletzt, es wurde jedoch nicht spezifiziert, um wen es sich dabei handelt. Vielleicht hat auch hier wieder Snack ordentlich einkassiert und als dann Urush nach Whole Cake Island kam, konnte er einfach nichts mehr machen. Durch diese Infiltration ist Kit dann in den Besitz von einem Road Ponyglyph gekommen. Es ist unklar, wie Kit an sein Ponyglyph-Wissen gekommen ist, das wurde aktuell in der Story noch nicht geklärt. Hoffentlich wird es aber noch in der Story geklärt, denn so random kommt man ja nicht an das Wissen von Ponyglyphen. Nach der Gründung von Kit, Apus und Hawkins Allianz fällt Kaido dann vom Himmel. Kit und Killer stellen sich der stärksten Kreatur in One Piece. Hawkins gibt einfach direkt auf und Apu stellt sich als 31er heraus. Er hat nämlich schon die ganze Zeit für Kaido gearbeitet. Im Zoroark erfahren wir dann von Kits Niederlage gegen Kaido. In der Zeit vom Zoroark bis hin zum zweiten Akt von Wano verbringt Kit seine Zeit in der Gefangenenmine von Udon. Er tötet seine Gegner nicht, sondern nimmt sie gefangen, um ihren Willen zu brechen, damit sie sich ihm dann anschließen. Dieser Charakterzug von Kaido war einer der Gründe, warum er dann am Ende gefallen ist. Denn ähnlich wie Ruffy auch, hat Kit einen Willen, der nicht zu brechen ist. Zumindest wirkt es so. In Udon geht dann die Rivalität zwischen Kit und Ruffy weiter. Die beiden werden zu Buddies, Kit gelingt zwar kurzzeitig die Flucht, er wird dann aber mit Killer von Queen gewaterboardet. Ruffy kann ihn retten und zwei Wochen später schließt sich Kit dann etwas ungewollt der Ninja Pirate Mink Samurai Allianz an. Diese Allianz gelingt dann echt das Unmögliche. Kaido wird besiegt und Big Mom wird von Onigashima gestoßen. Ruffy, Kit und Law bekommen Kopfgelder in Höhe von 3 Milliarden Berry, sie lösen ihre Allianz auf und jeder geht seinen separaten Weg. Kit ist auf der Suche nach dem von Flammen geküssten Mann. Dieser Charakter soll Kit dabei helfen, mehr über das verschollene Road Ponyglyph herauszufinden. Kit reist dann kurze Zeit später nach Elbaf, dort trifft er dann auf Shanks und seine Flotte. Kit will Shanks, seine Bande und seine Flotte töten, doch Shanks greift instantly ein und one-shottet Kit mit Divine Departure. Ist das nun endgültig das Ende von Eustace Kit? Bevor wir uns dieser Frage widmen, ist es aber wieder Zeit für Abo vs. Fakt. In diesem neuen Format bekommst du einen random One Piece Fakt von mir präsentiert und als Gegenleistung bitte ich dich einfach darum, diesen Kanal zu abonnieren. Wusstest du, dass Kit in mehreren Szenen das Pokémon Meltan in seinem Metallarm eingebaut hat? In einem Autorenkommentar der Weekly Shonen Jump hat Oda geschrieben, dass er ein großer Fan von Pokémon Go ist.
Kid ist also ohne es zu wollen zu einem Pokémon-Trainer geworden. Dieser Boy hat sicherlich auch die ein oder anderen Stahl-Pokémon in seinem Team. Bevor wir uns nun fragen sollten, wie und ob Kids Reise nach seiner Niederlage weitergeht, müssen wir erst einmal prüfen, wie Kid sich als Charakter in der neuen Welt weiterentwickelt hat. Was hat Kid auf seiner Reise gelernt? Während seiner Reise auf der Grand Line hat Kid ähnlich wie Ruffy sehr viele rücksichtslose Aktionen durchgezogen. Er ist einer der wenigen Supernova, der sich nicht von den Kaisern und den Mythen rund um diese Piraten beeinflussen lässt. Kid ist nicht der MC der Story und trotzdem hat er sich Big Mom, Kaido und auch Shanks gestellt. Neben Ruffy kennen wir keinen anderen Charakter in der Story aus der neuen Generation von Piraten, der zu sowas in der Lage war. Gemeinsam mit Law ist es Kid dann sogar gelungen, Big Mom von Onigashima zu stoßen und den Kaiser dadurch zu besiegen. Ob Schrödingers Lin-Lin in der Lava von Onigashima noch am Leben ist, ist unklar. Er ist von einer Kaiserniederlage zur nächsten gewechselt, aber am Ende, durch seinen Willen, aber auch durch seine Power-Ups, ist ihm dann ein Sieg gegen einen Kaiser gelungen. Das ist natürlich typisches Shonen-Storytelling. Ein Charakter ist zu schwach und entwickelt sich dann weiter, wird stärker und schlussendlich gewinnt der Charakter auch. Doch was ich viel wichtiger bei einem Charakter-Arc finde, ist die Entwicklung auf einer psychischen Ebene. Wie unterscheidet sich Kids Charakter zu Beginn der Story im Vergleich zum Ende vom Wano Kuni-Arc? Auf Wano hat Oda einen sehr interessanten Charakter-Arc für Kid aufgebaut, welcher thematisch einen starken Kontrast zu Kaido und Big Mom bildet. Es geht nämlich um das Vertrauen unter Piraten. Kaido und Big Mom sprechen beide immer wieder darüber, dass man sich als Pirat nicht vertrauen sollte. Piraten würden sich laut Kaido nur hintergehen. Mit diesen Worten versucht Kaido, die roten Schwertscheiden zu demoralisieren. Denn sie haben sich mit Piraten verbündet, um ihr Land aus den Fängen von seiner Bande zu befreien. Kaido und Big Mom sind ihrer Allianz skeptisch gegenüber. Dieses Misstrauen unter Piraten stammt wahrscheinlich aus ihrer Zeit in der Rocks Piratenbande. Es wird ja stark impliziert, dass Rocks vielleicht sogar von seinen eigenen Bandenmitgliedern hintergangen wurde. Whitebeard hat zu Oden gesagt, dass es gefährlich ist, zu viele willensstarke Führungspersönlichkeiten in seiner Bande zu haben. Sowas würde nur zu Problemen führen. Im Krieg auf Onigashima haben wir also eine ziemlich interessante Leitfrage. Können sich Piraten untereinander vertrauen? Unsere Antagonisten gehen nicht davon aus, doch unsere Protagonisten beweisen natürlich das Gegenteil. Enter Kid. Kid hat bereits eine Allianz hinter sich. Doch seine vorherige Allianz mit Apo und Hawkins ist von Feigheit und Verrat geprägt. Die erste Allianz von Kid ist gescheitert, weil nicht alle an das definierte Ziel geglaubt haben. Apo hatte von Anfang an nicht vor, Shanks zu besiegen, denn er stand ja im Dienst von Kaido. Kid und Killer wurden daraufhin von Kaido besiegt, Apo bleibt ein 31er und Hawkins wurde ein Mitglied der Beast Piratenbande. Kids Wille wurde jedoch nicht gebrochen. Anstatt an Piraten zu zweifeln, bleibt Kid recht neutral. Vielleicht sogar idealistisch. Kid sagt zwar auf dem Weg nach Onigashima und im darauffolgenden Krieg, dass er keine Hilfe von den anderen möchte, doch im Laufe der Handlung akzeptiert er dann die Hilfe von seinen Verbündeten. Diese charakterliche Entwicklung von Kid wird während Rooftop Peace besonders deutlich. Kid ist verblüfft, dass Zoro den Angriff von Kaido und Big Mom umgeleitet hat, damit den anderen nichts passiert. Kid arbeitet daraufhin aktiv mit den anderen zusammen, um Kaido und Big Mom voneinander zu trennen. Kid geht sogar so weit, dass er gemeinsam mit Law gegen Big Mom kämpft und sein volles Vertrauen in Ruffy und Law legt. Ruffy muss Kaido besiegen und Law und er müssen Big Mom besiegen. Er übernimmt eine Führungsposition in der Allianz und zeigt Kaido und Big Mom dadurch, dass sich Piraten untereinander vertrauen können. Auch wenn Kid es natürlich niemals zugeben würde, hat sich hier eine Rivalität zwischen Ruffy, Kid und Law aufgebaut, die der von Roger und Whitebeard sehr ähnlich ist. Kid hat jedoch noch einen weiteren großen charakterlichen Schwachpunkt. Falls er überlebt hat, dann vermute ich, wird sich Oda dieser Thematik widmen. Oda hat sich bewusst dazu entschlossen, Kid von Shanks besiegen zu lassen. Die beiden unterscheiden sich nämlich in zwei Aspekten. Shanks hält es aus, wenn andere über ihn lachen und sich über ihn und seine Träume lustig machen. Kid hingegen lässt sich sowas nicht gefallen. Shanks beschützt dann noch Unschuldige und greift sofort ein, wenn er merkt, dass jemand Unschuldiges zu Schaden kommen kann. Kid hingegen ist bereit, Unschuldige zu ermorden, wenn sie über ihn lachen oder ihm im Weg stehen. Das erinnert schon so ein bisschen an Vegeta aus Dragon Ball. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Kid diese Lektion durch seine Niederlage gegen Shanks lernen soll. War die Niederlage gegen Shanks notwendig, damit Kid seine eigenen Flaws erkennt? Bekommt Kid nun eine Art Bellamy-Treatment? Erkennt er, dass es falsch war, Unschuldige zu töten, die über seine Träume lachen? Ist nun sein Wille vielleicht doch kurzzeitig gebrochen? An unserem tiefsten Punkt sind wir ja bereit für die größte Veränderung. Wir dürfen natürlich nicht vergessen, Kid bleibt irgendwo immer noch Kid. Jedoch hat Oda Kid trotz seiner grausamen Seite auch eine humorvolle und herzliche Seite geschenkt. Im Umgang mit seiner Crew ist Kid sehr hilfsbereit und ähnlich wie Ruffy bereit, alles für seine Nakama zu tun. Er ist außerdem ein großer Träumer. Ich bin nur ein großer Träumer, doch ich weiß, es kommt der Tag. Ich bin nur ein großer Träumer.
Dieser grausame, kaltblütige Pirat wurde von Oda sehr romantisch dargestellt. Genau wie Ruffy verfolgt er den Traumkönig der Piraten zu werden. Doch im Gegensatz zu Blackbeard tötet Kid keine Nakama, um sein Ziel zu erreichen. Er killt nur die Leute, die über seine Träume lachen. Was ist also, wenn Kid of Elbaf im Land des Krieges lernen muss, was die Werte von Riesen sind? Was es bedeutet, ein tapferer Krieger der Meere zu werden? Was es bedeutet, seine Crew zu verteidigen? Indirekt passiert hier Kid gerade was ähnliches wie damals Gecko Moria. Seine Crew wird aber wahrscheinlich nicht sterben. Falls aber doch, dann wäre es ein großer Wake-up-Call für ihn. Dann müsste Kid wirklich sein Leben evaluieren, er könnte Schuldgefühle entwickeln, dass seine Taten seine Bande getötet haben. Es gibt ja mittlerweile die Theorie, dass Zoro Kid und seine Bande aus dem Meer rettet. Kid sucht nach einem bestimmten Charakter, der von den Flammen geküsste Mann. Handelt es sich dabei vielleicht um Zoro? Immerhin wurde er beim Buster-Call von den Flammen getroffen. Von so ein paar Kanonenkugeln getroffen zu werden, kann man doch als von Flammen geküsst werden, oder? Einen Aspekt finde ich hier noch besonders spannend. Oda hat in einem Interview verkündet, dass die Supernova erst kurz vor ihrem Debüt konzipiert wurden. Für Kid hatte sich Oda bereits dann einen Plot ausgedacht, wohingegen er nicht gedacht hätte, dass Law so lange in der Story relevant bleibt. Law wurde durch Ruffy und seine Art im Punk Hazard und Dressrosa Arc verändert. Law wollte eigentlich auf Dressrosa sterben, das Wichtigste war ihm seine Rache an Doflamingo. Ruffy hat dann Doffy besiegt und plötzlich brauchte Law eine neue Motivation. Nun will er herausfinden, was der Wille der D ist. Für Kid hatte Oda aber schon eine Story geplant. Hat Oda Kid wirklich nur in die Handlung geschrieben, um mit ihm zu demonstrieren, wie mächtig Shanks ist? Das kann ich mir echt irgendwie nicht vorstellen. Ich glaube, Oda hat noch mehr mit Kid geplant. In One Piece sterben ja Charaktere recht selten. Dann sollten wir nicht vergessen, dass Kid über Königshaki verfügt. Obwohl er das hat, hat er es bisher noch nicht in der Story eingesetzt. Das Königshaki von Kid könnte in Zukunft sicherlich noch relevant werden. Hier könnte sich auch ein mögliches Power-Up für ihn anbahnen. Denn neben Ruffy und Zoro ist Kid der einzige Supernova, der auch über Königshaki verfügt. Durch den Kampf mit Kaido haben wir erfahren, wie wichtig diese Haki-Form ist, um im Endgame von One Piece mitzuspielen. Wie geht es deiner Meinung nach mit Kid weiter? Lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Abschließend möchte ich noch vielen Dank an die Romancers Patreons und YouTube-Mitglieder Ricardo Baumann, Becke, Konstantin Mauf, Jans Rollende Welt, Sebastian K, One X Dragon, Tomoyana Nase, Super Matthew Blocks, Bekirin Ketsu und Shiguro Toria aussprechen. Vielen lieben Dank für euren Support und vielen Dank auch an diese Patreons und YouTube-Mitglieder. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Video. Take care. Ciao.